Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Auspackvideo. Ich freue mich tierisch, dass ich wieder was auspacken darf. Ich habe euch heute was mitgebracht. Das hatte ich allerdings schon aufgemacht, weil ich dachte, es kommt was anderes. Aber es ist doch was anderes drin, als ich dachte. Nämlich das, was ich euch zeigen möchte. Und deswegen brauche ich heute nicht lange rumschnippeln, aber wir können zumindest mit dem Video starten und dann kann ich euch zeigen, was hier alles Schönes drin ist. Ja, Gott sei Dank ist es jetzt morgens ja nicht mehr ganz so heiß und ich muss euch noch was zeigen. Schau mal, ich habe mir eine schöne Schramme geholt. Beziehungsweise eigentlich ist es keine Schramme, es ist ein Kratzer von meiner Katze, die der Meinung war, wenn es so warm ist, ist Fellpflege egal. Die reißt sich lieber selber die Haare aus, als sich bürsten zu lassen. Naja, gut, das ist ja jetzt dabei rausgekommen. Deswegen also nicht wundern, wenn ihr das seht, ist alles in Ordnung. Ist es auch schon ein paar Tage alt, deswegen drehe ich das Video leider erst jetzt. Ich wollte das eigentlich schon längst fertig haben, aber ich musste erst gucken, dass das wieder so einigermaßen abheilt und deswegen, naja, gut. So viel mal am Rande. Wir packen das Ganze mal aus. Ich habe das schon ausgemacht. Das kommt in so einer Tüte daher. Und was sich in der Tüte versteckt, ich brauche nämlich gar keine Schere, weil ich habe es ja schon aufgeschnitten. So, ist ein Paket. Ist noch ein Paket. Und ein ganz kleines Paket. So, und den Shop, bei dem ich das diesmal bestellt habe, beziehungsweise, nein, ich habe es nicht bestellt, ich habe es bekommen und zwar wurde ich gebeten, euch die Sachen mal vorzustellen. Und zwar ist der Shop gfke.com, aber nichtsdestotrotz, ich verlinke euch natürlich den Shop auch wieder unten. Und die hat mich gebeten, probier doch mal aus und mach mal Unboxing. Ich so, ah, okay, mache ich. Ich habe mir die Seite allerdings angeguckt. Also es ist von einem chinesischen Händler und es wird, glaube ich, auch aus China geliefert. Ich bin mir gar nicht sicher. Wartet mal. Ja, es könnte sein, dass es auch aus China kommt. Es ist mit Hermes gekommen und war innerhalb von 2 Wochen ungefähr, hat es gedauert, war das bei mir. Also es lief relativ schnell. Was ich noch zur Seite sagen kann, bevor ich hier weiter auspacke. Ihr könnt mit PayPal bezahlen, allerdings geht nur PayPal zu zahlen. Also ihr könnt nicht mit einer Kreditkarte bezahlen oder anders. Also wer kein PayPal hat, ist glaube ich bei dem Shop leider raus. Ja, tut mir sehr leid. Aber die Preise sind eigentlich gar nicht schlecht. Also ich habe mal geguckt, die variieren von bis. Es gibt auch momentan ein Angebot, wenn man 2 kauft, kriegt man es 1 umsonst, aber dann müsst ihr in der Kategorie shoppen. Also nicht wild durch dieses ganze Warensortiment, sondern nur in der Kategorie und dann funktioniert das auch. Und ihr müsst halt immer schauen, genau in die Beschreibung, ob es rund oder eckig ist. Weil, deswegen haben wir nämlich heute 3 Teile. Das wusste ich nämlich nicht. Ich habe ein Bild mit runden Steinen und zwar ein kleines. Das ist dieses. Ich habe eins mit eckigen Steinen, das stand dran, dass es eckige Steine ist. Und ein Bild davon, da wusste ich nicht, was es für Steine sind, weil es nämlich leider nicht dran stand. Und der Verkäufer mir leider auch so auf Anhieb nicht sagen konnte, ob es jetzt rund oder eckig ist. Ist natürlich nicht so gut, aber habe ich gesagt, okay, Überraschungspaket, das muss natürlich mit. Und dann können wir direkt mal gucken, welches Bild davon was hat. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem kleinen Bild und cutten das mal aus. Jetzt brauche ich meine Schere leider doch wieder. Und zwar habe ich mir überlegt, aber das sage ich euch gleich. Ich packe das erstmal aus. Also die sind gut verpackt gekommen. Allerdings hier weiß ich noch nicht, wie es da drin aussieht. Schauen wir mal. So, also das ist zumindest nicht auf einer Rolle gekommen. So, jetzt haben wir erstmal das ganz Kleine. Okay, es ist ein Flüssigkleber drauf. Das ist keine Klebeschicht. Das heißt, selbst wenn ihr solche Ränder drin habt vom Transport, die kriegt ihr eigentlich mit einem Flüssigkleber ganz gut wieder raus. Das ist das erste Motiv und ich fand das echt so süß, habe ich gedacht. So ein kleines Motiv muss mit. Ich möchte natürlich auch mal gucken, wie die kleinen Bilder so sind. Kann man alles erkennen? Ist es unleserlich? Ist es lesbar? Und ich muss aber sagen, es ist wirklich sehr gut lesbar. Hier zeige euch das Ganze mal. Der Druck ist wirklich sehr gut lesbar. Da gibt es eigentlich gar nichts zu meckern. Das Motiv ist doch echt süß, oder? Da ist noch die Legende. Wir haben 16 Farben. Und
was natürlich auch richtig gut ist, was bei kleinen Bildern nicht gut ist, obwohl ich nicht weiß, ob es bei jedem Bild ist, aber bei diesem Bild zumindest haben wir die DMC-Nummern auch. Das heißt, wenn ihr Steine davon übrig habt, könnt ihr die nachher natürlich auch schön wegsortieren. Und das finde ich natürlich extrem gut. Wir haben ein Toolkit, es ist ein ganz einfaches Toolkit, nichts Besonderes. Stift, ein Schiffchen, ein kleines Wachsblatt, keine Pinselette, keine Tütchen. Braucht es eigentlich auch nicht, wobei Tütchen natürlich zum Wegsortieren schön gewesen wären, weil wir natürlich hier solche Tüten haben. Und zwar haben wir keine 200er Tütchen, sondern wir haben abgepackte Steine. Hat man bei kleinen Bildern aber relativ oft. Jetzt muss ich mal gucken, da ist der Anfang. Aber das Motiv ist echt schön. Ich habe echt ein bisschen geguckt, weil sie haben sehr viele. Es gibt sehr viele Bilder in der Größe 30x30, 30x40. Aber es gibt halt auch sehr viele Bilder, die sehr viele Details haben. Und wie wir alle wissen, kleine Bilder mit vielen Details wird hinterher nicht so schön. Deswegen habe ich mir natürlich ein Motiv rausgesucht, was auch in klein süß ist. Und das fand ich echt hübsch. So, da haben wir die Farben. Also wir haben drei Tütchen vom Hintergrund. Und die sind natürlich runde Steine. Kleine Bilder haben sehr oft runde Steine. Haben wir noch ein bisschen Grün. Also ich denke mal, die Steine sollten auch ausreichend sein. 15 Farben. Finde ich echt eigentlich ganz cool. Und wisst ihr was? Da ich ja nicht so der Rundkleber bin und eigentlich das nur zum Ausprobieren haben wollte, wird dieses Bild mit in die 1000 Abonnenten-Verlosung gehen. Also das werde ich wieder schön einpacken und dann wird das mit in die Verlosungskiste wandern. Und ich hoffe, der eine oder andere wird sich darüber freuen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Bild cool findet für die Verlosung oder so. Nee, ist nicht so meins. Ja, dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare loswerden. Mein Deutsch ist heute Morgen nicht ganz gut, aber bin noch ein bisschen müde bin ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Und die Vögel sind draußen auch schon wieder gut dabei. Aber ja, ne? So ist das halt. Also das erste Bild mit den runden Steinen ist schon mal super. Jetzt kommen wir zu dem Bild, nämlich dieses. Was ich nicht wusste, ist es rund oder eckig? Denn und so kann ich es noch nicht sehen. Es ist voll gemein, aber das Motiv fand ich total schön. Nur habe ich mir gedacht, ja, ich lasse mich mal überraschen. So, gucken wir mal. Wir holen das Ganze einmal raus. Auch hier haben wir wieder gegossenen Kleber. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Mehrteiler. Ja, habe ich schon gesagt. Okay. Okay. Also. Jetzt so auf Anhieb, wenn ich das jetzt so vor mir sehe, kann ich das noch nicht wirklich erkennen, dass es das Bild werden soll. Es hat ja natürlich auch ungeklebt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ja, ihr seht es natürlich ein bisschen besser. Bei euch sieht man es, in der Kamera sieht man es ein bisschen besser, auch wenn es hier so ein bisschen blendet. Hier ist so die Lichterkette, die Lampen, also die Säulen. Ja, also es ist, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen zu klein für das Motiv. Ich weiß es nicht. Kann ich das gar nicht sagen. Also, aber das ist das Motiv. Ihr könnt es nochmal sehen. Haben wir hier eine Legende dabei? Eine Legende ist leider nicht dabei. Also, da müsstet ihr wieder euch wieder eine bauen. Das ist halt so ein schönes, eigentlich ein recht schönes Motiv. Ja, und was wir natürlich haben, was ich schon gesehen habe. Es ist mit runden Steinen. Und das ist das, was leider nicht dabei stand, ob es rund oder eckig war. Im Zweifelsfall geht davon aus, dass es runde Steine sind. Es ist aber schwierig. Also es gab ein paar Sachen, wo es halt nicht wirklich dabei stand, ob es rund oder eckig ist. Und dann fand ich immer, es ist halt immer ein bisschen schwierig dann zu erkennen, was ist es jetzt. Manchmal steht es in der Beschreibung drin. Manchmal steht es im Betreff schon direkt drin, in der Bildbeschreibung, also direkt, wenn man das nachsucht. Manchmal steht es halt irgendwo im Text mit drin, dass man da einen Anhaltspunkt hat. Naja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, der Druck ist okay. Allerdings bei den schwarzen Stellen
Ich glaube, mit dem Lightpad sehr viel besser zu erkennen als so mit dem Auge. Es ist halt schon sehr dunkel. Ich kann euch mal zeigen, was ich meine. Na, also das BOF da hier in das richtige Richtung ist halt schon sehr dunkel. Also man kann das alles erkennen, so ist es nicht. Der Druck ist auch eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Aber sehr dunkel. Na, also ich glaube, mit dem Lightpad tut man sich da schon ein bisschen besser. Die eine oder anderen haben gefragt, wie man das machen kann mit den Leinwänden. Also mein Tipp ist es immer, bei einem Mehrteiler die Leinwände zu trennen und die dann hinterher aufzukleben, weil ihr habt ja hier oben auch noch eine Bildbeschreibung und das Mittelteil ist ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob ihr das so schön abgeschnitten kriegt. Das sieht dann halt immer irgendwie ein bisschen komisch aus. Mein Tipp ist es immer, die Leinwände auseinanderzuschneiden. Dann könnt ihr die auch leichter übereinander stapeln und dann kann man die auch viel leichter painten, als wenn man hier so einen Fünfteiler auf dem Tisch hat. Ja, also ich habe mir das schon fast gedacht, dass es runde Steine sind. Ich wusste es aber nicht. Da ich euch aber natürlich was mit eckigen Steinen zeigen wollte, runde Steine gehen per se ja fast immer. Wo habe ich denn jetzt die Steine hingelegt? Was ich euch noch sagen kann, ist, dass auf den Tütchen zu den Steinen auch die Bildnummer draufsteht. Das heißt, ihr habt hier eine Bildnummer und die steht auch auf den Steinen drauf. Und auch hier sind die DMC-Nummern angegeben, allerdings nicht auf den Tütchen, sondern auf dem Bild. Das heißt, ihr könntet euch natürlich das abfotografieren, könnt euch eine Legende machen, könnt das dann auch hinterher wegsortieren. Das funktioniert ganz gut. Finde ich auch immer gut, dass die DMC-Nummern dabei stehen, weil es ist ja mal doof, wenn man so Steine übrig hat und man kann die nicht wegsortieren. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Farben. Also die Steine sehen eigentlich echt ganz gut aus. So auf den ersten Blick. Warte mal, haben wir noch irgendwo schwarz? Ja, dann zeige ich euch mal die schwarzen. Ich drehe die nochmal kurz um. Also die sehen echt schon sehr gleichmäßig aus, was ich so in den Tütchen sehen kann. So machen die Steine echt einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch wenn man genauer hinguckt, da bin ich, ja. Finde ich nicht schlecht. Also die Steine sehen für mich erstmal schon gut aus. So. Was ich mit diesem Bild mache, weiß ich allerdings nicht. Wenn ihr Bock habt, dass ich auch dieses in die Verlosung packe, dann lasst mir mal einen Kommentar unten in der Beschreibung, ob ihr das Bild in der Verlosung haben wollt mit runden Steinen, ja oder nein. Viel Zeit habt ihr nicht zum Kommentieren, weil bald sind die 1000 Abonnenten voll. Also ihr müsstet euch beeilen, das wäre ganz super. Und dann lasst es mir wirklich mal wissen, ob ihr dieses Bild mit runden Steinen in der Verlosung haben möchtet oder nicht. Ich kann natürlich keine Garantie darauf nehmen, dass die Steine halt reichen. Das weiß ich natürlich nicht, das kann man hinterher erst feststellen. Aber so macht das Bild erstmal einen ganz guten Eindruck. Was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde dieses Bild auf eine Schaumstoffrolle packen. Oder ich schneide sie schon auseinander. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich werde es mit einer Schaumstoffrolle aufrollen. Ich finde das immer ein bisschen besser als so. Naja, gut. Erstmal kommt das so beiseite. So, und jetzt kommen wir zu dem interessantesten Teil, zumindest für mich. Ich bin ja ein bekennender Steinchenkleber in quadratischer Form. Und für mich ist halt immer das Ding, ich möchte wissen, wie das mit Quadraten ist. Rund. Die runden Leinwände und die runde Setzweise verzeiht noch so ein bisschen Fehler bei den Steinen, wenn die ein bisschen größer, kleiner sind. Ich sage mal, also ich würde mal behaupten, bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. So viele Runde klebe ich ja nicht, hin und wieder mal, aber ich finde, rund verzeiht mehr wie eckig. Also wenn bei eckig die Leinwand schlecht ist oder ja, sagen wir mal, Druck schlecht ist, dann hat man Lücken und wenn die Steine halt nicht so super sind, dann ist es halt auch schlecht. Also rund verzeiht mehr wie eckig, finde ich zumindest. Und deswegen ist es bei mir immer interessant, wie das Ganze in eckig ausschaut. Ja, ihr Lieben, da meine Kamera wieder gestreikt hat, habe ich das Ganze schon ausgepackt. Und tschadadadadam. Das ist die Leinwand.
Tut mir sehr leid. Also normalerweise bleibt es mit den Unboxings bessern, aber momentan wird der Technik leider auch zu schnell zu warm und dann ist nichts mehr, dann schaltet sich die Kamera leider ab. Also, das ist die Leinwand und es sind tatsächlich eckige Steinchen, das zeige ich euch gleich. Also hier haben wir die Leinwand, die ist auch wieder mit Flüssigkleber. Und was natürlich ein bisschen doof ist, ist es hier, haben wir einen Knick drin, aber Flüssigkleber verzeiht relativ viel. Einfach mal ein Buch beschweren und dann läuft auch diese Geschichte, denke ich mal, ganz gut. Der Druck ist sehr gut. Also da kann ich jetzt so gar nicht meckern. Wir haben klare Symbole, da ist auch nichts verschwommen oder so, wenn ihr das sehen könnt, ein bisschen blendet jetzt, weil da die Folie natürlich noch drauf ist. Aber man kann wirklich alle sehr, sehr gut sehen. Ach, hier unten richtig guter Druck so. Und wir haben keine Raster. Normalerweise hat man ja mal so Raster dazwischen. Haben wir bei der Leinwand jetzt nicht. So, was wir noch dazu gekriegt haben, sind zwei Toolkits. Warum zwei, weiß ich nicht, aber es ist auch in Ordnung. Wir haben einen normalen Stift, Schiffchen, Wachsblatt und wir haben so einen Schieber mit da drin. Bei zweimal. Kann man gebrauchen, muss man nicht. Weiß ich nicht, der ein oder andere benutzt es, wenn man so gerade so ein bisschen die Steine gerade schieben will, ist es auch in Ordnung. So, und dann haben wir die Steine. So, die Steine kommen abgepackt mit ohne DMC-Nummer. Also auch hier steht die DMC, also hier gibt es auch die DMC-Nummer dazu. Hier steht sie sogar auf dem Päckchen drauf. Bei dem anderen stand sie ja nur auf der Legende drauf. Hier steht sie auch auf den Päckchen drauf. Na, also hier steht die DMC-Nummer drauf. Dann steht dann die Bildnummer. Steht die Bildnummer? Ja, die Bildnummer steht hier so ein bisschen dicker darunter. Ich sollte euch das vielleicht auch mal näher zeigen, ne? Also, wir haben. Da haben wir die DMC-Nummer. Das ist die Bildnummer. Was das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Das ist die vierte Farbe auf der Legende. Ich painte ja nicht nach Nummern. Ich painte nach der DMC-Nummer. Ich suche mir dann quasi von dem Symbol die DMC-Nummer raus und painte das dann. Hat natürlich den Vorteil, dass hinterher beim Wegsortieren der restlichen Farben ich nicht ganz so viel Stress habe, weil die DMC-Nummern ja schon auf meinen ganzen Sachen draufstehen. So, da haben wir mal die Farben. Ich zeige euch die mal. So. Die Steine sehen so aber schon mal gar nicht schlecht aus. Hier sind mal Fremdsteine dabei. Das kommt aber vom Abpacken, ne? Also. Man darf ja nicht vergessen, die werden hintereinander abgepackt. Ich kann da jetzt keine Nasen sehen. Und hier. Ja. Ich rutsche mal noch ein bisschen weiter. Noch mal ein schönes Gelb. Noch ein schönes dunkles Rot. Doch, das sieht sehr gut aus. Schwarz haben wir keins dabei. Braunen Beige. Sieht soweit sehr gut aus. Ja, wenn ihr eckige Steine sucht in dem Shop, ich weiß gar nicht, ob ich das schon eingangs erwähnt hatte oder ob ich das erzählt habe, während die Kamera aus war. Wenn ihr eckige Steine sucht, dann müsst ihr nach Square suchen, also Englisch für eckig. Und dann findet ihr auch relativ viel. Wenn ihr dieses Kauft 2 bekommt 1 gratis bestellen wollt, dann müsst ihr wirklich auch in der Kategorie suchen und dann muss man mal gucken. Manchmal steht das dabei mit eckig und rund, manchmal fehlt es, wie bei mir in dem einen Bild, da stand es ja leider nicht dabei. Ihr müsst einfach mal ein bisschen schauen. Die Preise sind eigentlich ganz in Ordnung. Auch für so kleine Bilder, da zahlt ihr halt auch nicht viel. Die kleinen Bilder kosten jetzt mal zwischen 3 und 7 Euro irgendwas in dem Dreh. Also, wer gerade mal anfängt und sagt, ich will mir irgendwo ein schönes, günstiges Bild bestellen und sollen halt nicht so teuer sein. Und dann packt irgendwie zusammen von 3, 4 Leuten und dann bestellt dann einfach zusammen. Ich glaube, ab 30 Euro ist es auch versandkostenfrei. Was sonst an Versand dazu kommt, kann ich nicht sagen. Das müsstet ihr dann jeweils schauen. Aber ich glaube, das ist wie bei jedem Shop so. Da muss man einfach gucken, was macht der. Ist es für einen dann noch in Ordnung oder sagt man dann, nee, da lasse ich lieber die Finger von. Könnt ihr schauen, wie ihr möchtet. Also. Das ist auf jeden Fall, was ich sehr, sehr gut finde und was auch wirklich
von der Größe her super ist. Also klar, man muss ja gucken, wie es dann hinterher fertig aussieht. Aber so, das ist qualitativ ja für mich völlig in Ordnung. Also ich habe da jetzt nichts zu meckern. Super, aber ihr wisst ja, wir machen ja hier keinen Spaß, sondern wir machen natürlich auch den Probe aufs Exempel, denn wir werden ein Stück painten. Ich weiß gar nicht, was ich mache, ob ich immer mit euch so ein kleines Stück anfangen soll oder direkt das Mittelteil. Ich glaube, ich schneide mir von hier hinten einfach mal so ein Stückchen ab, bereite alles ein bisschen vor und dann sehen wir uns zur Paintprobe natürlich gleich auch wieder, weil nichts ist schöner als das Ergebnis hinterher zu sehen. Ja, ihr Lieben, ich habe mir eine schöne Stelle ausgesucht und wir kleben als erstes diese Steine. Und ich finde, die Steine sind echt sehr, sehr cool. Da sind keine Nasen drin, nichts. Also Steine bisher, super. So, ihr Lieben, da sind wir wieder mit dem fertigen Stückchen. Also, ihr seht, es geht relativ zügig und ich muss euch sagen, diese Steinchen sind fantastisch. Also die ich geklebt habe, die waren alle super. Ich habe jetzt 4 Farben geklebt, 4 verschiedene, wie ihr gesehen habt. Das sind die 3 Tütchen plus noch die angefangene, die letzte, die ich geklebt habe. Und ich muss sagen, alle Steinchen sind wirklich toll. Und wie ihr sehen könnt, da ist nichts dran. Gar nichts. Das ist richtig geil. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Diamond Painting Deutschland, die Steine kennt ihr, die sind genauso toll. Also von den Steinchen her super und es ließ sich auch wirklich sehr, sehr gut setzen. Und ihr könnt ja das Ergebnis sehen. Also das Ergebnis ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Da macht das Kleben echt Spaß, auch wenn es warm ist. Ich werde auf jeden Fall Folgendes machen. Ich werde das noch ein bisschen weiter kleben. Wie weit ich gekommen bin, was ich noch geschafft habe, so ein bisschen ein paar Impressionen werdet ihr ganz am Anschluss des Videos finden. Also nicht ausschalten, sondern einfach dranbleiben. Und
Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Also ich finde das Ergebnis wirklich sehr schön. Also diese Steinchen, wir sind wirklich Bombe. Wenn alle Steinchen so sind, ist das mega. Also von den eckigen Steinchen her. Runde Steinchen, die sehen erstmal so auch gut aus. Aber wichtig sind ja immer die eckigen Steinchen, weil die müssen natürlich hier auch immer schön passen. Und ihr könnt ja dieses Glitzern schon sehen. Also ihr könnt es ja sehen. Also das ist. Ich glaube, ich bin verliebt. Also dieses Bild, definitiv, Leute, wer mit diesem Bild schon mal geliebäugelt hat, auch als Fünfteiler, dem kann ich nur den Kauf empfehlen. Also definitiv von mir eine klare Kaufempfehlung. Wirklich eine klare Kaufempfehlung. Habe ich schon lange nicht mehr ausgesprochen? Doch. Also ich meine, wenn die Bilder gut sind, ja, klar. Wenn genau die Bilder, die ich getestet habe, super sind, klar, dann kann ich die natürlich auch weiterempfehlen. Aber wie gesagt, das ist immer nur eine Stichprobe. Aber auch die beiden anderen Bilder sahen wirklich gut aus. Vom Druck her, auch Flüssigkleber drauf. Also bisher ist, habe ich jetzt nichts Negatives. Das Einzige, habe ich was Negatives? Das einzig Negative ist vielleicht, dass man halt nur per PayPal zahlen kann. Also wer kein PayPal hat, der ist leider aufgeschmissen auf der Seite. Anders funktioniert es nicht. Ihr solltet übrigens auch darauf achten, das habe ich noch gelesen, dass bei PayPal eure korrekte Adresse hinterlegt ist, weil sonst konnte es nämlich passieren, dass es nicht ankommt oder halt eine falsche Adresse geliefert ist. Also bevor ihr das kauft oder abschickt, checkt eure E-Mail-Adresse mit dem dazugehörigen, mit der dazugehörigen Lieferanschrift. So herum. Habe ich sonst noch was vergessen? Nein. Also wie gesagt, doch aus China wird es gesendet. Es ist bei mir mit Hermes angekommen. Hat ungefähr 2 Wochen gedauert. Wenn das immer so wäre, wäre es super. Und es ist halt natürlich ein einzelner chinesischer Schein. Das ist keine Plattform, es ist eine einzelne Webseite. Und im Zweifelsfalle, ja, wird die Kommunikation eher vielleicht tendenziell ein bisschen schwieriger, wenn es was zu reklamieren gibt. Aber den Kontakt, den ich hatte, der war wirklich sehr, sehr nett und war auch sehr, sehr bemüht, mir die Fragen zu beantworten. Und ich denke, da wird man auf jeden Fall das eine oder andere dann auch klären können. Also ich hatte Kontakt mit demjenigen per Messenger, per Facebook Messenger, aber ich denke mal, E-Mail wird genauso gut funktionieren. Allerdings müsst ihr doch beachten, die haben andere Zeiten wie ihr. Also wenn ihr da eine E-Mail hinschickt, erwartet bitte nicht, dass innerhalb von 5 Minuten eine Antwort kommt. Kann tendenziell mal länger dauern, weil wie gesagt, wir haben ja immer noch die Zeitunterschiede. Also deswegen. Ja, ansonsten habe ich gar nichts mehr zu sagen und würde mich an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Ich kann euch eins sagen, die 1000 Abonnenten sind bald voll. Und meine Verlosung rückt immer, immer näher. Und irgendwie ist wenig Zeit für alles. Kennt ihr das, wenn euch die Zeit einfach nur davon rennt? Ich habe gedacht, ach naja, 1000 Abonnenten dauert noch ein bisschen. Werbung machen ist ganz gut, dauert noch ein bisschen. Und dann, zack, 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 kam immer mehr dazu. Was natürlich mega gut ist. Also an alle neuen Zuschauer, die auch meinen Kanal abonniert haben, herzlichen Dank dafür und herzlich willkommen bei uns in der kleinen Familie. Und ja, aber die Verlosung rückt immer näher. Ich bin schon aufgeregt und ich muss die Pakete noch fertig machen. Deswegen, ihr wisst, zum Anfang hatte ich noch die Frage gestellt. Soll ich das große fünfteilige Bild mit den runden Steinen in die Verlosung reinpacken? Ja oder nein? Hättet ihr es gerne? Was sagt ihr zu dem kleinen Bild in der Verlosung? Ich will euch was Gutes tun. Von daher, ja. Ist das so mein Vorschlag? Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Wenn ihr sagt, nee, wenn die Mehrzahl sagt, nee, wollen wir nicht, dann lasse ich es raus. Dann gucke ich mal, ob es irgendjemand anders kriegt. Wenn ihr aber Bock darauf habt, wie gesagt, dann unten in die Kommentare schreiben, würde ich mich sehr freuen, was ihr dazu sagt. An dieser Stelle ist auch wirklich schon Schluss, zumindest mit meinem Gebabbel. Ihr findet gleich im Anschluss noch ein paar Impressionen von dem Bild. Ich habe noch ein bisschen weiter gepaintet und ihr könnt dann sehen, wie weit ich gekommen bin und wie das Ganze dann hinterher so ein bisschen aussieht. Und ich würde sagen, lasst euch überraschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch ein ganz, 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 ganz tolles Restwochenende und viel Spaß bei dem, was ihr auch immer tut und natürlich bleibt gesund und ich hoffe, ihr schwitzt nicht ganz so viel. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!